Hallo meine Lieben, das letzte Video zu den typischen Fehlern auf dem Niveau B2 hat euch offenbar sehr begeistert und deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, noch ein Video dazu zu drehen. Dafür habe ich wieder sowohl meine Schüler als auch euch bzw. eure Kommentare analysiert. Also, wenn es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dabei. So, meine Lieben, jeden Fehler heute beginnen wir mit einem falschen Satz, den wir am Ende gemeinsam korrigieren werden. Und der erste Satz ist wirklich der, den ich schon so oft in den Kommentaren gelesen habe. Und zwar: Lehrer, ich verfolge Sie schon länger und Ihr Kanal gefällt mir sehr gut. Was ist daran falsch, werden wir gleich feststellen. Das heißt, wir schauen jetzt auf den Unterschied zwischen den Verben folgen und verfolgen. Der große Unterschied liegt zuallererst in der Grammatik. Das Verb folgen benutzen wir mit dem Dativ. Ich folge jemandem oder etwas. Und das Verb verfolgen benutzen wir mit dem Akkusativ. Wir schauen zunächst auf das Verb folgen. Die Bedeutung ist einfach etwas nachkommen oder das Gesagte oder dir Empfohlene in die Tat umsetzen. Zum Beispiel hat dir jemand ein paar Tipps gegeben, wie man deutsche Vokabeln am besten lernen könnte. Und dann sagst du: Danke dir, ich werde deinen Tipps unbedingt folgen. Oder: Danke dir, ich werde deinem Rat unbedingt folgen. Das heißt, du wirst diesen Tipps nachkommen und sie sozusagen in die Tat umsetzen. Die zweite Bedeutung ist wirklich mit voller Begeisterung freiwillig jemandem folgen. Meistens wird dieses Verb dann im so gehobenen Kontext, abstrakten Kontext verwendet. Beispielsweise kann ich meinem Mentor folgen oder dem Prophet. Siehst du also, das ist schon sehr gehoben und bedeutet schließlich einfach wie in der ersten Bedeutung seinen Tipps folgen oder seinen Lebensweisheiten, wie auch immer. Für uns ist jetzt die dritte Bedeutung sehr interessant und wichtig. Und zwar benutzen wir das Verb folgen immer im Social Media Kontext. Das heißt, du kannst zum Beispiel mir schreiben: Lehrer, ich folge dir auf YouTube, aber auch auf Insta. Ich bin übrigens auch auf Insta aktiv, also herzlich willkommen. Siehst du also immer in diesem Social Media Kontext, wir verfolgen jemanden nicht, sondern wir folgen jemandem. Also zum Beispiel folgst du mir oder auch anderen Influencern, wie auch immer. Dann siehst du, das ist ganz, ganz wichtig. Du wirst gleich verstehen, warum. Und nun das Verb verfolgen, das wie gesagt mit dem Akkusativ verwendet wird. Dieses Verb, wenn es in Bezug auf Menschen verwendet wird, hat immer einen negativen Charakter, also eine negative Konnotation. Deswegen merkt ihr das gut. Also zum Beispiel hat ein Verbrecher etwas Verbotenes getan und jetzt wird er von der Polizei verfolgt. Siehst du? Also sehr negativ. Er wird verfolgt, er wird gesucht sozusagen. Oder jemand kann auch aus politischen oder rassistischen oder religiösen Gründen verfolgt werden. Das heißt, er wird gesucht, zum Beispiel vom Staat, um ihn anschließend zu bestrafen. Wenn du vielleicht solche Fälle kennst oder solche Bekannte hast, dann kannst du sagen: Mein Bekannter wurde in seinem Heimatland aus politischen Gründen verfolgt, weshalb er nach Deutschland fliehen musste. Siehst du also, er wurde verfolgt, das heißt, er war mit der Staatsideologie anscheinend nicht einverstanden, weshalb er das Land verlassen musste. Das Verb verfolgen kann aber manchmal auch im positiven Kontext verwendet werden, dann aber nicht in Bezug auf Menschen, sondern auf etwas mit Menschen Verbundenes. Beispielsweise habe ich meine Lieblingsschauspielerin und kann dann sagen: Ich verfolge ihre Karriere schon seit 10 Jahren.
Oder wenn du vielleicht ein Fußballfan bist, dann kannst du sagen, die Ergebnisse meines Lieblingsfußballvereins verfolge ich immer. Also siehst du, dass du immer darauf wartest, auf diese Ergebnisse mit voller Begeisterung und so weiter. Genau, also hier können wir auch natürlich das positiv bewerten, aber das wird dann nicht in Bezug auf Menschen verwendet. Es gibt aber auch eine Floskel, die auch sehr wichtig ist und mit diesem Verb verwendet wird, und das ist eigene Ziele verfolgen. Also zielgerichtet etwas tun, um das Ziel zu erreichen. Das kannst du dir auch sehr gerne merken. Also können wir jetzt schließlich unseren ersten Satz korrigieren. Und zwar, Lehrer, ich verfolge Sie schon länger und Ihr Kanal gefällt mir sehr gut. Überleg dir kurz, was hier falsch ist. Genau, Lehrer, ich folge Ihnen. Siehst du, folgen benutzen wir immer im Social Media Kontext. Genauso kannst du sagen, ich folge Ihrem Kanal schon ziemlich lange. Und so weiter. Also denk dran, das ist ganz wichtig. Warum nochmal? Weil das Verb verfolgen, wenn du sagst, ich verfolge dich, sehr negativ klingt. Also niemals schreiben. Unser zweiter falscher Satz für heute ist, auf Ihre Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Also schauen wir auf den Unterschied zwischen sich freuen auf und sich freuen über. Du denkst jetzt, ach Lehrer, das ist ja ganz einfach. Naja, warte, es folgt eine Überraschung. Also, wenn du den grundsätzlichen Unterschied noch nicht kennst, dann hier verlinke ich dir ein Video, wo ich das schon erklärt habe. Also, sich freuen auf ist normalerweise zukunftsbezogen. Also, wenn wir uns zum Beispiel auf etwas freuen, dann folgt etwas Spannendes in der Zukunft. Zum Beispiel freue ich mich jetzt auf den Besuch meiner Freunde, die zum Beispiel heute Abend kommen. Sich freuen über wird normalerweise in Bezug auf die Vergangenheit verwendet, also auf das, was schon passiert ist. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Brief bekommen, auf den ich sehr lange gewartet habe. Und dann kann ich sagen, oh, ich freue mich so sehr über diesen Brief, endlich. Genau. Ja, und jetzt folgt ein Knackpunkt. Und zwar gilt diese Regel nur bedingt, wenn wir den Konjunktiv 2 verwenden. Also angenommen, planst du jetzt deine Geburtstagsfeier und weißt eigentlich, dass dein Bruder nicht kommen kann. Du willst es aber trotzdem versuchen, ihn zu überreden. Und dann sagst du, Thomas, nimm bitte an dem Tag frei. Über deinen Besuch würde ich mich so sehr freuen. Siehst du, der Besuch findet in der Zukunft statt, du solltest aber trotzdem über benutzen. Und nur, weil du hier den Konjunktiv 2 verwendest. Du kannst es dir so merken, dass wir uns sozusagen in diesem Moment schon in die Zukunft versetzen, wenn das, worüber wir sprechen, schon Vergangenheit sein wird. Total abstrakt. Aber noch ein Beispiel. Du weißt ja wahrscheinlich, wenn wir in Deutschland verschiedene Briefe oder E-Mails verfassen, dann schreiben wir am Ende, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Das heißt, du wartest auf eine Antwort. Manchmal schreiben wir aber auch, ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Und hier kommt ein sehr häufiger Fehler, dass Menschen trotzdem aufschreiben, was aber falsch ist. Wir sagen also, ich würde mich über Ihre Rückmeldung freuen, auch wenn es sich eigentlich auf die Zukunft bezieht. Also bitte aufpassen, diesen Fehler sehe ich in den E-Mails sehr häufig. Das heißt, wir können unseren Satz korrigieren. Auf Ihre Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Überleg dir kurz. Genau, über Ihre Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Nur weil wir hier den Konjunktiv 2 haben. Den nächsten Satz lese ich sehr häufig und ich hoffe wirklich sehr, dass du dir jetzt die Regel, die ich erklären werde, auch merken kannst. Und zwar, Lehrer, ich mag deinen Kanal wirklich sehr. Du bist der Beste. Was ist daran falsch? Also schauen wir auf den Unterschied zwischen das Beste, die Beste und der Beste.
Aber eigentlich ist es egal, welches Adjektiv wir verwenden. Du kannst auch das Schöne, die Schöne, der Schöne sagen oder das Nützliche, die Nützliche, der Nützliche und so weiter. Es geht um die sogenannten substantivierten Adjektive. Also wie weißt du, ob du die Beste oder das Beste oder der Beste sagen sollst? In solchen Fällen benutzen wir also den Artikel vom Wort, das wir eigentlich meinen, aber weggelassen haben. Also vom Wort, auf das wir uns eigentlich beziehen. Nehmen wir das Beste. Sagen wir mal, dass du in Berlin wohnst und jemand fragt dich nach den Empfehlungen bezüglich eines sehr schicken und leckeren Restaurants. Und dann sagst du, in Berlin gibt es wirklich so viele tolle Restaurants. Das Restaurant XY ist aber das Beste. Warum sage ich hier das Beste? Weil wir hier über ein Restaurant sprechen oder über verschiedene Restaurants. Und ich meine eigentlich auch ein Restaurant. Deswegen das Beste. Das ist ja das Restaurant. Siehst du, nicht die oder der. Genau. Was ist zum Beispiel mit der Besten, also die Beste? Angenommen hast du eine Freundin, die dich immer unterstützt und wirklich dir sehr, sehr wichtig ist. Und du erzählst jemandem über die und sagst, Anna unterstützt mich in jeder Lebenssituation. Sie ist einfach die Beste. Die Beste. Warum die Beste? Weil du dich auf Anna beziehst, also auf eine Frau. Und eine Frau hat den Artikel die, also die Beste. Was ist nun mit dem Besten, also der Beste? Angenommen sucht jetzt ein Bekannter von dir nach einem Laptop und fragt vielleicht nach deinen Erfahrungen. Und dann sagst du, ich habe schon wirklich sehr viele verschiedene Laptops verwendet. Der Beste ist aber XY. Siehst du, der Beste ist aber der und der. Warum der Beste? Weil der Laptop. Manchmal auch das Laptop, aber wir nehmen den, also der. Genau, und so funktioniert es im Prinzip. Das, was du meinst, wird sozusagen dann als ein Artikel umgesetzt. Also können wir jetzt unseren Satz korrigieren. Lehrer, ich mag deinen Kanal wirklich sehr. Du bist der Beste. Was ist hier falsch? Überleg dir kurz. Ja, Lehrer, du bist die Beste. Ich bin ja eine Frau. Dieser Satz könnte aber auch richtig sein, wenn er ein bisschen anders geschrieben worden wäre. Also zum Beispiel können wir trotzdem sagen, Lehrer, ich mag deinen Kanal wirklich sehr. Er ist wirklich der Beste. Weil dann du dich oder jemand anders auf den Kanal bezieht. Genau, der Kanal ist ja männlich. Als letztes schauen wir heute auf den Satz, ich bin nach Berlin angekommen. Welcher Fehler steckt hier drin? Also schauen wir auf den Unterschied zwischen den Verben kommen und ankommen. Wir beginnen mit dem Verb kommen. Kommen bezeichnet normalerweise einfach eine Richtung, einen Prozess häufiger auch. Und wird immer mit dem Akkusativ verwendet. Beispielsweise fragt dich ein Freund, wann ihr euch endlich mal treffen könnt, weil er vielleicht in einer anderen Stadt lebt. Und dann sagst du, das passt ja sehr gut. Ich komme nächste Woche nach Köln, da ich eine Besprechung habe, dann könnten wir uns treffen. Siehst du, ich komme nach Köln. Ich bezeichne diese Richtung wieder. Genau. Oder vielleicht musst du heute sehr lange arbeiten, weil du ein paar eilige Sachen auf dem Tisch hast. Und dann rufst du deine Frau an oder deinen Mann an und sagst, ich komme heute später nach Hause, da ich sehr viel zu tun habe. Es tut mir leid. Also ich komme später nach Hause. Ich bezeichne mehr oder weniger diesen Prozess, aber auch die Richtung. Was ist nun mit dem Verb ankommen? Ankommen wird immer mit dem Dativ verwendet und bezeichnet schließlich einfach das Erreichen eines Ziels, also sozusagen den Abschluss einer Reise. Angenommen hast du jetzt einen Ausflug mit deinen Freunden
in Berlin zum Beispiel. Und nun wollt ihr euch auch mit einem alten Freund, der in Berlin wohnt, auch treffen. Er ruft an und fragt, ob ihr schon in Berlin seid. Und du antwortest, na klar, wir sind schon vor 2 Stunden in Berlin angekommen. Siehst du, in Berlin angekommen. Dativ, nicht nach Berlin, sondern in Berlin. Er sagt sozusagen, vor 2 Stunden haben wir Berlin erreicht. Oder eine andere Situation. Ein Freund von dir möchte dich am Abend besuchen, ruft dich an und fragt dich, ob du schon zu Hause bist. Und du antwortest, ja, ich bin gerade zu Hause angekommen. Kannst du vorbeischauen? Siehst du, ich bin gerade zu Hause angekommen. Dativ. Nicht nach Hause, wie mit kommen, sondern zu Hause angekommen. Genau, das ist ein sehr wichtiger Unterschied zwischen 2 Verben. Also können wir unseren Satz jetzt korrigieren. Ich bin gerade nach Berlin angekommen. Also kannst du korrigieren? Richtig, ich bin in Berlin angekommen. Dativ, in Berlin, nicht nach Berlin. Das ist dann mit kommen. So, meine Lieben, das war's schon. Ich hoffe wie immer, dass das Ganze nützlich war. Und jetzt seid ihr dran. Ich bitte euch wie immer, ein paar Beispielsätze in die Kommentare zu schreiben. Und zwar mit den Fehlern bzw. Phänomenen, die für euch vielleicht neu waren oder wo ihr noch so unsicher seid. Das wird euch helfen, das Ganze nochmal zu verinnerlichen. Für jetzt bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen. Ich würde mich auch über einen Like freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!